Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Wir haben nur noch einen Tag vor uns. Vor dem nächsten Qualifier, beziehungsweise nicht vor dem Qualifier, vor dem Grand. Und werden da mal gucken müssen. Eigentlich müssen wir gar nichts gucken. Eigentlich ist es vollkommen egal, was wir machen, ob wir noch ein bisschen mehr Geld bekommen oder nicht. Ich möchte nur ein bisschen mehr Geld noch haben, natürlich, um danach natürlich gut in die Tuning-Folgen reinzugehen, dass wir da schon mal ein bisschen was an Budget haben. Und ja, natürlich auch, falls wir in der Nacht eventuell wieder zwei Fahrzeuge gewinnen werden und da einer irgendwie eine 500.000 kostet, dass wir dort ganz gute Karten haben. Schön wäre es natürlich. Wir starten auf jeden Fall wieder auf Heatstufe 1 instant. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Okay, 36.000 und 12.000 kriegen wir hier. 24. 40. Okay, warte mal. Dann machen wir das auf jeden Fall. Und das hier, das ist ein Drift-Event. Oh Gott. Ich weiß ja nicht, ob wir Drift-Events mit dem AMG schaffen. Ich glaube sogar, dass das schwierig werden könnte. Dann machen wir das doch nicht. Dann machen wir das Event. Ja, und das da unten, oder? Ja, komm, warum nicht? Genau, fang damit an. Weil es das einfach nur eine halbe Heatstufe dazu gibt. Zeit, den letzten Wagen abzuholen? Ja, natürlich. Standort von unserem anonymen Freund. Ja doch, warum nicht? Welcher soll's sein? Der ist Martin Vulcan. Wirklich? Mhm. Hätte nie erwartet, diese Schönheit wiederzusehen. Dachte, der steht mittlerweile in der Privatsammlung. Dachte ich auch, Kiddo. Hast den Standort. Ich rufe nach der Lieferung an. Okay, also ja, das sind tatsächlich wohl die Fahrzeuge, die uns damals von Yes entwendet wurden und Alec. Heute zusätzliche Einheiten zur Verstärkung. Ja, das hab ich wohl mitbekommen. Die Racer haben irgendeine große Sache geplant, also lasst uns den Druck erhöhen. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir heute was Großes geplant haben, aber okay. Der Grand ist eigentlich erst morgen. Hey, bald ist das ja. Grand. Hoffentlich bist du nicht mit dem Auto durchgebrannt. Bin ich nicht. Ist schon witzig. Vor einer Woche war das Grand meine Chance, was für meine Crew zu tun und Alec zu zeigen, dass ich die Beste bin. Jetzt ist es eine Lose-Lose-Situation. Yes, du schlägst dich immer durch. Wir alle haben schlechte Entscheidungen getroffen. Ich habe das Opossum-Nest in der Werkstatt so lange ignoriert. Was? Nichts. Was in dieser Nacht passiert ist, das ist ewig her. So einfach ist das nicht. Yes. Was du letztes Mal gesagt hast, dass du nirgendwo hin kannst. Du weißt, dass das nicht stimmt. Wir sehen uns am Start. Ich verstehe nicht, wieso sie uns gegenüber so pissig ist und dann aber die ganze Zeit trotzdem noch hier anruft. Das gibt alles keinen Sinn. Yes ist komisch. Tess auch. Die sind alle komisch. Rydell, ich sag dir immer noch, wir haben eine 500.000 auf dem Konto. Wir können ein Jahr Urlaub machen. Beziehungsweise, wenn ich das Geld richtig anlege, dann müssen wir nie wieder arbeiten. Naja. Achtung, Mauer. Der Vulcan ist schon auch ein schöner Wagen, definitiv. Das ist echt krass, dass der mittlerweile... Wie alt ist? Ja, 6 Jahre. Ich weiß gar nicht mehr, wann der vorgestellt wurde, tatsächlich. Okay, ja, das wird ein Full-on-Grip-Tuning sein. Ziemlich sicher. 3 Minuten 15 haben wir Zeit. Oh Gott! Ja, so viel zu Full-on-Grip, ne? Haut mir der Wagen erstmal ab. Mach mal nicht. Aber ja, ich weiß nicht. Also, klauen wir den Wagen gerade? Kann ja eigentlich nicht sein, weil... Wir haben ja keine Polizei. Was ist denn los? Mein Gott. Bleib doch mal ruhig. Aber der Story nach entwenden wir den Wagen ja gerade schon, Alec. Alles ein bisschen weird irgendwie. Die Story-Pfade hier untereinander so ein bisschen verschmelzen fast schon. Dann aber trotzdem die unterschiedlichen Anforderungen haben. Na komm. Mein Gott. Hier bleiben. Okay,
Okay, also das werden wir nicht Gold schaffen. Der fährt sich super weird. Der Vulcan, der fährt sich echt nicht schön. Deswegen, da habe ich jetzt leider in dem Rennen zu viel vergeigt, dass wir das Gold schaffen würden. Aber ich bin, wie gesagt, auch echt kein Fan von dem Fahrverhalten hier. Überhaupt nicht. Das ist super strange. Aber wenn wir jetzt nur noch Vollgas fahren, dann geht es vielleicht doch noch auf Gold. Na dann, das sieht sogar gerade aus, ne? Ja. Okay, dann geht's doch noch. Nice. Gerettet vom Zielort, quasi. Und wir können den Vulcan kaufen, wenn wir Bock haben. Genau, das Event ging nicht. Da wollte ich hin, oder? Ja. So, wie lief es? Hab den ersten gerade abgestellt. Das war der letzte, oder? Ja. Hätte nie gedacht, dass sie sowas tun würde. Bedeutet mir echt viel. Ich weiß, Ryder. Es macht nicht alles automatisch wieder gut. Aber es macht es definitiv leichter, ihr zu vergeben. Ach, Jasmine sorgt... Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles gut. Klingt nach einem Plan. Genau. Jasmine sorgt dafür, dass wir die Wagen wiederfinden und zurückgeben können. Okay, ja, doch. Jetzt habe ich es. Sorry, bisschen gebraucht dafür. Der Infinite ist auch der Plus-Kategorie. Ja, klar. Nee. Okay, wir fahren jetzt auf jeden Fall wieder den Sprint. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gewonnen bisher. Mal schauen, ob das mit dem Kuntouch funktioniert. Vollkommen egal. Okay, die Cops können mir egal sein, die sind nur. Wir sind nur Heatjob 1 gerade, da werden mir nur Charger entgegengeworfen werden. Hi, ne? Wir haben die Zielperson im Blick und nehmen die Verfolgung auf. Aber jetzt geht erstmal Vollgas hier. Vollgas Richtung Highway. Ja. Alles gut, alles gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir schneller sind als Shimizu. Das letzte Mal hatte er mit 25 Sekunden Vorsprung gewonnen. Als ich noch im AMG saß. Ja, ich hatte jetzt nicht vor, umzudrehen. Danke für den Tipp. Nein! Hier bin ich zumindest im Gegenverkehr und sammle ein bisschen Nitro. Streifen wir hier. Wir sind bereit für die Verfolgung. Und Shimizu hat uns noch nicht überholt. Krass, also... Das läuft jetzt auf jeden Fall deutlich anders, aber ich dachte, die Kurve wird deutlich enger. Scheiße. Ja, egal. Kriegen Windschatten, also alles gut. Krass, ich bin deutlich schneller halt. Ah! Ich sag's immer noch, je schneller die Fahrzeuge werden, desto schwieriger werden die Rennen. Das ist aber in jedem Spiel so. Das ist in ausnahmslos jedem Spiel der Fall. Oh, und Forza Horizon S2 Rennen mag ich überhaupt nicht. Oh, das ist... Es gibt wichtigere Dinge als Rennen zu fahren. Zentrale, Streife ist vor Ort und bereit, den Tank von der Straße zu holen. Ja gut, das war's mit Shimizu an der Stelle. Der hat sich selber rausgenommen. Kann man machen auf jeden Fall, kann man machen. Ja. Zentrale? Ich sag's ungern, aber wir sind leider raus. Tragisch. Dass das PD sich aber halt auch denkt. Ja, weißt du was, die Charger, die sind genug dafür. Da müssen wir jetzt nicht wirklich andere Einheiten rausholen. Nö, nö. Ist halt schon echt genial. Ich finde, das wäre eine gute Idee, nochmal die Fahrzeuge ein bisschen zu balancen. Wenn die Heatstufe, also wenn nicht zwingend die Heatstufe Auswirkungen darauf hätte, welche Kopffahrzeuge du hast, sondern dein LV. Wenn ich jetzt quasi in S-Plus-Gasse bin, dass ich dann
grundlegend immer Korvetts am Arsch habe beispielsweise. Wogegen in der B-Klasse ich halt maximal zum Explorer hochgehe. Ich habe noch einen Anruf von unserer anonymen Person bekommen. Lass mich raten. Ein gestohlener Wagen tauchte plötzlich auf. Ich stelle keine Fragen. Ich nehme nur den Hörer ab. Gib mir den Standort. Ich liefere ihn schnellstmöglich ab. Pass auf dich auf. Alec ist bestimmt nicht glücklich drüber, dass seine Autos verschwinden. Jetzt weiß er wohl, wie das ist. Einfach über den Kopf drüber. Kein Problem. Loser geschlagen. Nice. Ja, das hast du jetzt, der war nicht mal gewollt, der schon. Okay, was haben wir denn jetzt noch? Irgendwas wurde doch noch geklaut. Also offensichtlich, ja. Ich weiß noch was. Aber wir werden es erfahren. Okay, fahren wir hinter dem Charger her. Die paar Meter hier. Die Frage, ist das ein Wagen, den ich kenne, oder? Nö. Man muss ja auch nicht alle kennen. Okay, der Carrera kann jetzt halt bewusst gewählt sein von Criterion, weil der Carrera ja in den vergangenen Need for Speed Teilen der stärkste Wagen war. Bin gespannt. Wir haben 1 Minute 50 Zeit auf jeden Fall. Eine Minute 50, um rauszufinden, ob der Carrera immer noch OP ist oder nicht. Ich glaube aber nicht. Also, das wäre krass. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile den Chiron im Spiel. Das heißt, die Fahrzeuge alleine sind dann schon deutlich schneller wieder mal geworden. Als es noch in den alten Teilen waren. Und wenn der jetzt immer noch OP ist, dieser alte komische hier, dann stimmen aber einige Dinge nicht. Ich meine, gut, sie haben es hinbekommen, das Ganze 6 Jahre zu ignorieren. Das muss er auch erstmal schaffen. Ja, da komme ich nicht durch. Was hat jetzt mal langsam mit den Kurven? Können wir mal ein bisschen gerade fahren? Ich möchte mal die Power austesten von dem Ding. Ja. Geht voran, definitiv. Geht voran, der Wagen. Kann man sagen, was man will. Ja. Easy. Also ja, zumindest der Aufbau hier scheint mir jetzt nicht okay zu sein. Sagen wir es, wie es ist. So, war es dann oder noch einer? Wie sieht's aus? Genau wie letztes Mal. Das Auto sieht brandneu aus. Aufgemotzt und sauber. Wie frisch aus der Werkstatt. Was meinst du, was das Ganze soll? Wenn ich verstehen würde, warum Jess das getan hat, hätten wir alles gleich mit einem Anruf in der Nacht klären können. Stimmt wohl. Naja, ich beschwere mich nicht. Wir sehen uns später. Richtig, machen wir. Ja, komm, weißt du was? Ich würde sagen, wir gehen gleich in die Nacht. Oh, wir haben jetzt wirklich nur noch die Garage zur Verfügung. Aber ich glaube, direkt in die Nacht zu gehen ist sogar ganz smart, weil wir sind jetzt immer noch auf Stufe 1. Und ich glaube, wenn wir jetzt in der Nacht nochmal ein bisschen Kohle ranholen, ist das besser. Ja, am Tag ist das nochmal auf Kampf zu machen, lohnt sich, glaube ich, nicht. Also halt, wie gesagt, so noch einen Unterschlupf haben, macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger in der Grundlage, aber... Genau deswegen ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn wir nicht auf die Stufe 5 aufsteigen jetzt, sondern wenn wir auf die Stufe 4 vielleicht sogar bleiben. Um halt einfach leichter wegzukommen. Das ist halt wirklich krass. Also das hatte ich aber von Anfang an gesagt. Ab einem gewissen Punkt können dir so die Cops, die einfach Streifen fahren, egal sein. Zumindest halt solange man auch so einen Wagen hier fährt.
und auch auf die Stufe 1, 2 oder 3 sogar ist. Also das ist schon mal auch ein nettes Progression-System. Dass ich jetzt nicht mit dem Footage gucken muss, oh scheiße, da ist ein Charger. Da muss ich jetzt gucken, wie ich davon wegkomme. Das ist ja immerhin schon mal ganz nice. Wir haben 500.000 auf dem Konto. Sehr cool. Vulcan und RSR zum Kauf freigeschalten. Sieht super aus, wenn ich das mal so sagen darf. Deine so. Chancen stehen nicht schlecht. Auch wenn du den Wagen von Jasmine nicht zurückholst, du hast da selbst ein tolles Teil gebaut. Bin stolz auf dich, Kidder. Ja, es ist zwar kein Shooting Break, Countach, aber immerhin. So, ich meine, geil wäre natürlich, wenn ich mir einen Charger Hellcat aufbauen würde und mit dem Charger einen Charger zurückholen würde, aber... Naja. Das hat nicht so ganz gereicht. 128! Oh! Das ist der von Rocky. Was haben wir hier unten? McLaren 75 ist beide auch gut. Okay. Wir holen uns erst den McLaren. Dann holen wir uns Rocky. Und dann sein Mercedes. Was? Also Leute, wie lautet der Plan? Boykottieren wir die Wahl, stürmen wir das Rathaus, ziehen wir die Bürgermeisterin zur Rechenschaft? Ja. Süße, bist du da? Ich habe uns Hackbraten zum Abendessen gemacht. Bürgermeisterin Stevenson sollte für alles gerade stehen, was sie getan hat. Süße, kannst du mich hören? Was machst du denn da drin überhaupt? Raus aus meinem Zimmer, Mom. So redest du nicht mit mir, junge Dame. Ich komme gleich rein und... Bleib einfach draußen, ja? Genau davon. Also wenn sie so laut ins Mikrofon redet, dass ich sie genauso gut höre wie die Tochter, dann ist sie schon im Zimmer. Mit wem redest du? Sekunde. Machst du einen Podcast? Nieder mit dem Polizeistaat der Bürgermeisterin. Elvia Michelle Stevenson, hast du mich gerade im Radio schlecht gemacht? Mir doch egal, ob du meinen vollen Namen benutzt. Oh, Mom, das ist das Internet. Du bist so ein Boomer. Junge Dame, mach das jetzt sofort aus. Ich mache das nicht aus. Okay, das ist ein netter Twist, muss ich sagen. Geh raus. Ich habe das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das ist ein netter Twist, dass sie die Tochter ist von der Bürgermeisterin. Und ich habe das Recht als Mutter, dir deinen Internetzugang zu sperren, Fräulein. Oh, wow. Das Mittagessen wird unangenehmer als das eine Mal, als Ryder Rinderbrust bei Lakeshores Vegan Food Fest serviert hat. Ey. Ja, das ist auch nicht gut. Alright. 75 ist beider. Holen wir uns. Ey, das ist cool, wie viele Fahrzeuge man hier gewinnt. Das hat echt was auf jeden Fall. So, Kniffel. Ich weiß, komplett random der Gedanke jetzt. Aber ich habe letztes Mal drüber nachgedacht. Und ich finde, es sollte sich so etablieren, dass ein Ace in einem Shooter, so Valorant beispielsweise, wenn du halt alle 5 aus dem gegnerischen Team machst, das sollte nicht Ace heißen oder Ass. Das sollte Kniffel heißen. Im Deutschen. Das wäre doch so viel geiler. Wenn du einfach Melvin spielst und auf einmal schreist Kniffel. Ich find's super. Eine Entschuldigung wäre angebracht. Nein. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Da musst du schon mehr geben, um mich abzudrängen. Ja. Manchmal muss man was auf die Hand zu lernen. Easy. Er lebt? Also, ob die Charger das überlebt hat. Also, manchmal ist die Schadensgenerierung echt ein bisschen weird, muss ich sagen. Aua. Scheiße, was ist davor? Yeah. Ich glaube, ich habe ihn gerade getakedowned. Okay.
Wir haben ihn auf jeden Fall noch im Sichtfeld und wir haben auch noch alle Chancen ranzukommen, weil ich weiß auf jeden Fall, der Kuntasch ist deutlich schneller. Ja. Wir müssen dieses Arschloch stoppen, bevor es jemanden umbringt. So, wir haben alle Chancen noch. Ich sehe ihn vor mir und ich weiß, der Kuntasch ist schneller. Oh Gott. So, mein Wagen trotzdem mal kurz reparieren. Okay, ich repariere meinen Wagen nicht. Weißt du, da willst du eine Tankstelle fahren, mein Wagen zu reparieren, schmeißt sich ein Korb dazwischen. Dieser Jog. So, jetzt aber. Einmal direkt auf P1 hier vorfahren. So, hätten wir das mal. Hätten wir den Start hier gewonnen. Ich muss halt echt immer noch sagen, ihr wisst ja, ich bin allgemein ein Fan von Fahrzeugen, die ein retro-inspiriertes Design haben. Der Kuntasch passt da 100% rein. Das ist so ein geiler Wagen einfach nur. Ich finde ihn echt super. Das Design ist, finde ich persönlich, rundum gelungen. Wir müssen die Verfolgung aufgeben. Ich muss 15 Kopf ausschalten, das krieg ich hin. Auf jeden Fall mal hin. Ja. Ich muss aber auch sagen, es war von der Frau, die den Podcast aufgenommen hat, war das alles nicht so smart tatsächlich. Es gibt im Regelfall bei den meisten Mikrofonen eine sehr gute Funktion. Die nennt sich Muten. Das kann man machen, wenn man irgendwelche unerwünschten Geräusche hat. Ob da jetzt irgendwelche Leute sind im Hintergrund oder... Keine Ahnung, ob man selber niesen muss oder so, das ist ja relativ egal. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, das wurde vor ein paar Monaten mal vorgestellt, diese Technologie namens Muten. Ich glaube, das funktioniert. Aber ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall ganz witzig. Dieser kleine Twist. Er gibt wieder mal leider nicht so viel Sinn, aber... kann einen auf jeden Fall zum Schmunzeln bringen. Immerhin. So, das haben wir jetzt gleich gewonnen. Ich bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass der McLaren das GT4-Kit hat. Also 75S GT4. Das wäre ganz cool. Weil der 75S, der kann einiges an Tuning haben. McLaren haben ja da ein bisschen mehr visuelles Tuning als viele andere sportliche Marken. Und sind da ja im Regelfall auch cool damit, wenn man da einiges verwendet. Haben wir ja in Forza Horizon auch einiges. Also könnte schon gut sein, dass wir da was haben. So, 64.000 haben wir jetzt ausgegeben. Die holen wir uns jetzt wieder. Das war von Rocky. Let's go. Holen wir uns Rockys 190E. Da hab ich doch jetzt mal Bock drauf. Habe ich eigentlich noch als Nebenziel, da außer 15 Cops ausschalten. Drift für 6 Sekunden halt in einer Verfolgungsjagd. Ein Weitsprung während der Verfolgungsjagd auf Erfahrungsstufe 5 abschließen. Okay, die Erfahrungsstufe 5 haben wir gerade nicht ganz. Aber ja, auch sehr bewusst. Also, das war ja sogar der Plan, dass ich das nicht erreiche. Wo muss ich lang? Ist das hier richtig? Bestimmt, oder? Ja, doch, sieht richtig aus. Ja, diese US-Autobahnkreuze sind aber auch verwirrend teilweise, ne? So, fahre rechts ab. Ach ja, okay. Und welche der 7 Abfahrten? Oh Gott. Mich würde mal interessieren, was da im Englischen steht. Abgeschleppt klingt irgendwie sehr antiklimatisch, muss ich sagen. So, Rocky. Gib mir mein Geld. Und gib mir meinen Benz.
1 gegen 1 gegen A$AP Rocky. Keine Story-Sequenz dafür. Wow, okay. Ja, ich hab's ja schon mal gesagt, es ist sehr cool, dass er wirklich so eine wirkliche Rolle auch in dem Spiel einfach hat. Er passt auch, finde ich, ganz gut rein, auch mit den Bands, also das passt einfach. Das ist sehr. Ne? Merkst du selber? Nee. Das ist sehr cool gemacht, finde ich. Auch wenn er mit seinen Bands halt hier gerade relativ wenig Chance hat, die man sieht. Aber ja, dann kriegen wir noch mal ein bisschen Training für den Kuntasch. Ja. Du bist direkt hinter mir, Rocky. Ach, guck mal, da vorne sehen wir doch jetzt gleich, oder? Ja, da war er. Oh, können wir ihn in Runde 2 hier takedown? An der Kreuzung? So ein schöner T-Bone? Könnte funktionieren, mal schauen. Oh, das wäre so witzig. Wir haben nicht nur sein Auto geholt, wir haben ihn umgebracht. Scheiße. Also wenn du halt weißt, wie du dieses Burst Nitro verwendest, dann kannst du damit echt einiges machen. Ich glaube wirklich, die schnellsten Spieler Nitro Speed werden diejenigen sein, die das Burst Nitro perfekt verwenden können. Den Wagen quer in eine Kurve reinschmeißen, Burst Nitro, zack, gerade. Das kriege ich halt nicht annähernd hin. Okay, wir werden Rocky nicht checkt, dann bin ich zu schnell. Schade. Ja, also so eine krasse Gummiband-KI haben wir hier wohl nicht. In dem Rennen. Nicht so wirklich. Vielleicht ist das Rennen aber auch dafür ausgelegt, dass man es gewinnt, in jedem Fall. Das könnte sein, dass du halt definitiv aber diesen 190E gewinnen sollst. Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Rocky. Ich sage dir, wie es ist. Ich könnte anhalten und mir eine Tasse Tee machen. Die austrinken, die Tasse Tee auf eBay verkaufen, persönlich beim Käufer vorbeibringen und ich wäre immer noch vor dir. Hilfe! Das waren ein paar Frame Drops. So, mein Benz. Nice. Wir sind gerade mal auf Heat-Stufe 3. Krieg ich einen Anruf? Jetzt von Rocky? Krieg ich nicht. Wow. Schade, ich dachte, wir kriegen jetzt zumindest einen Anruf. Komm, fahren wir da drin noch. Der war smooth. Hä? Okay, dass wir da jetzt keinen Dialog haben, das ist super weird. Das passt gar nicht, finde ich. Das ist schade. Weißt du, gerade habe ich doch gesagt, ich finde es cool, dass er halt auch im Spiel ist und so, dass wir ein bisschen mehr mit ihm machen. Und da machen sie ja genau sowas nicht. Ach man. What are you doing? Ja gut, er hat sein Mercedes ja theoretisch auch noch. Weil er fährt ja noch, ne? Er existiert ja. Wir haben ihm seinen Benz einfach wieder geliehen. So. Okay, ich weiß nicht, ob wir das Rennen schon mal gefahren sind. Nicht ablenken lassen. Das ist immer noch ein Rennen. Zentrale, nehmen Verfolgung wieder auf. Wieso wieder? Ihr habt mich noch nicht einmal verfolgt. Oh doch, ich glaube, das Rennen sind wir schon mal gefahren. Ja, doch, safe. Haben wir jetzt hier nicht gleich zwei Möglichkeiten, lang zu fahren? Ja, doch, das kenne ich. Ein
gut, das dann hier noch zu machen, um noch mal ein bisschen mehr Geld zu verdienen, ist gar nicht schlecht. Wir können auf jeden Fall Safety die 30.000 oder 60.000 ausgeben für die Perks, für die Boni, für den Kuntasch. Der war clean. Sag mal, wie das ist, der war scheiße clean. Oh, Shimizu hat einen Fehler gemacht. Shimizu, genau. Richtig. Das ist ein neuer Name jetzt. Nee. Der hat einen Fahrfehler auf jeden Fall gemacht. Safe. Ja, man muss halt wirklich sagen, diese Highspeed-Rennen, die sind schon sehr, sehr geil. Die sind aber auch echt nicht unbedingt easy. Weil du musst halt echt allem ausweichen. Wenn du einen Fehler machst, hast du ein Problem. Ja, sowas zum Beispiel. Da kannst du halt nicht mal was dafür dann. Oder sowas zum Beispiel. Wie gesagt, kannst du nicht mal was dafür im Regelfall. Ich kann das mit geschlossenen Augen. Mach ich aber besser nicht. Ja, komm mal wieder her. Wo kommst du denn jetzt her, Rocky? Das war schon wieder scheiße knapp jetzt hier mit Medusa. Mal auf, mir alle vor die Karre zu ziehen. Rocky, hier bleiben. Super, danke. Ich sag ja, Rocky ist aber Fan. Der hört mir zu, der hat mich gehört. Wusste ganz genau, was ich will, und hat dann gesagt, ja, weißt du was, komm. Er dachte halt wahrscheinlich, ich möchte ihm irgendwas zeigen, so eine Abkürzung oder so, deswegen hat er gerade abgebremst und sich in den Kopf reingeschossen. Ich glaube, das wird es gewesen sein, doch. So, komm, jetzt aber keinen Fehler mehr machen. Nice. Ey, die sind einfach echt Nervenkitzel, diese Highspeed-Rennen, ohne Scheiß. Aber richtig cool. Okay, Heatstufe 4. Heatstufe 4 ist gut. Das ist ja genau das, was ich haben wollte. Genau das, was ich gesagt habe. Ein Corvette hinten dran. Wir kriegen dich, Arschloch. Bist du dir da sicher? Subjekt fliehen Richtung Douglas Park. Interceptor schließt sich der Verfolgung an. Straßensperre ja. Wird eingesetzt. Undercover hier, wir machen das. Machst du? Sind uns reingefahren! Interceptor hier! Erledigen wir diesen Racer! Ja? Zentrale hier, Interceptor! Nehmen die Verfolgung auf! Machst du? Die Person hat den Interceptor ausgeschaltet! Ist das gut, ey! Stehen einfach alle Vorbewendereien auseinandergenommen, oh Mann! Die Person ist jetzt bei Underwood Gardens! Wie gesagt, die könnten mir eigentlich echt leid tun. Wenn ich mit den Cops hätte. Dann würden die mir wahrscheinlich echt richtig leid tun. Na, siehst du mich? Ne, siehst du nicht. Ich weiß, ich sollte das nicht tun. Aber warum denn nicht? Es macht so viel Spaß. Und du bist auf der anderen Seite. Du, da hast du Glück gehabt. Da hast du gerade echt Glück gehabt, ne? So. Okay, wir können zum Versteck zurück. Ich werde diesen Park garantiert finden. Aber das musste jetzt sein, come on. Also, als ob ich mir so eine Gelegenheit entgehen lasse. Okay, das könnte jetzt tatsächlich ein Problem sein, weil den kann ich jetzt nicht kaputt machen. Alle Einheiten. Tankstelle? Die Fahrzeug fährt Richtung Douglas Park. Oh, never mind. Bis die Karte losgefahren ist, bin ich schon aus dem Sichtfeld raus. Alles easy.
Ja, liebe Polizei. Darf ich euch einen Rat geben? Nennt wirklich einen gut gemeinten Rat. Lass es einfach sein. Guck mal, du bist jetzt schon wieder in die Wand gefahren. Du hast mich gesehen. Jetzt bin ich wieder weg. Du siehst mich nicht. Das ist eine Verschwendung von Ressourcen, was ihr da gerade macht. Zielperson bei Douglas Park untergetaucht. 187.000 Hafer. Hui, das ist nicht wenig. Na gut, wir haben auch ein bisschen was bezahlt. Also, wir haben nicht ganz 185.000 verdient. Ne, aber wir haben 600.000 insgesamt. Das kann man machen. Haben wir jetzt noch eine Story-Cutscene? Ne, haben wir nicht. Aber wir haben einen wunderschönen 75 Spider, traumhaft. Und natürlich Asset Rockies Benz, der aus irgendwelchen Gründen in der B-Klasse ist. Ach gut, soll das sein. Warte mal, ich möchte jetzt noch ganz kurz ein paar Dinge machen. Zum einen genau, Grip. Und zum anderen. Ach, Gegenverkehr gibt's gar nicht. Ah, okay. Ach, das wirkt sich nur aufs Burst Nitro aus. Na gut, okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, wir werden noch in eine große Verfolgung nächste Folge reinkommen. Deswegen machen wir das mal so. Ich bin gespannt, meine Damen und Herren. Nächstes Mal geht's in den Grand rein. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben einen guten Wagen. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Das war's aber mit dieser Ausgabe jetzt. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über euch mal auch so ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!